So, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zur fünften Woche mittlerweile schon der German YouTube League. Heute spielen wir gegen Yu-Gi-Oh! Insider und ihr seht's richtig, ziemlich stranges Zeug hier. Wir spielen nämlich auf Yu-Gi-Oh! Pro, denn nur dort kann der gute Yu-Gi-Oh! Insider spielen. Und ja, wir spielen hier ganz normal und ich spiele heute Satella Knight Demise, weil ich die Demise-Decks testen möchte, um zu gucken, ob die Karten wirklich alle gleich stark sind, weil wenn sie alle gleich stark sind und hier eins gesplashed werden können, dann werden wir die Demise wahrscheinlich verbieten oder allgemein die Karten. Und deswegen, ja, fangen wir an gegen den Yu-Gi-Oh! Insider und machen hier mal den Haken und zeigen ihnen damit, dass wir ready sind. Und damit geht's auch schon los. Okay, ich hoffe, das passt alles mal so. Dann machen wir hier mal Schere und wir gewinnen. Okay, wir wollen natürlich First sein. Das möchten wir natürlich sein. Und die Hand ist... Oh, die hatte schon ziemlich nice. Keine Monster. Machen wir gerade auf... Achso. Ja gut, welche Karten möchten wir auf... Warning, klar. Das da... Nova oder Ertränken. Eigentlich möchte ich vier Setten und Card of Demise aktivieren. Aber Nova ist nicht ganz so wichtig. Naja, doch Set und alle. Set 4 und Card of Demise. Aber dass ich richtig freue. Boah, das läuft irgendwie viel schneller als Ding. Okay, wir haben Altair. Und, noch eine Nova. Nehmen wir Chaos Trap, holen eine zweite oder Nova. Ich denke, wir nehmen noch ein No. Na, wir beschwören das. Normal Summon. Und setten das. Okay, schauen wir mal, was der Gute hier spielt. Er hat nur 14 Ding-Karten. Wie heißt das? Und. Oh, Fire Kings. You open the control and you can special summon one warrior and negate its effect. Und dann kannst du nur einmal pro Spielzug machen. Ja, okay. Der wird wahrscheinlich noch ein Bossmonster rausknallen und darauf warten wir dann. Okay, cooles Deck auf jeden Fall. Er spielt Fire Kings. Damit kenne ich mich überhaupt. Oh, oh, oh. Okay, da hätte ich eventuell doch drauf was machen sollen. Send to the Graveyard und Geeky, wie ist das? Kenki, okay, da möchte ich schon was drauf machen, weil dann searcht er sich nichts. Machen wir das mal weg und ziehen eine Karte. Strike, okay, ich möchte dann gern ab jetzt ein Monster ziehen, weil... Oh, er hat einfach zweites, okay. Okay, bei Fire Fist muss ich sagen, dass ich mich da null auskenne damit. Ich bin auf jeden Fall interessiert daran, was er hier damit macht. Fire King Ding. Ich kann Special Summon, okay, das ist doof, aber da mache ich jetzt gar nichts drauf, weil dann warte ich, dass er mich direkt angreift. Das, okay, Battleface und dann gebe ich ihm die ertränkende Spiegelkraft. Das ist schon mal ganz gut, schätze ich mal. Boah, läuft er schnell hier, also Yu-Gi-Oh! Pro gefällt mir sogar ziemlich, das läuft ja richtig schnell. Okay, ich hoffe, ich ziehe Monster. Ah, schade, leider nicht. Okay, Fire Fist sind alles geflügelte Ungeheuer, war das, ne? Haben die hier ein Duell-Lock? Okay, ich glaube, es sind alles... Nee, nicht ungeheuer Krieger sind das meistens. Dann setten wir mal hier... Wir haben leider keinen Call, wir haben gar nichts. Setten wir mal einen Strike, das könnte uns helfen. Und schauen, was der Gute hier so vorhat. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, die Karte, was kann die? If a face card destroyed by card effect, okay, you can special summon if this card destroyed instead of the graveyard. You can destroy one card in your hand. Oh, der... You control, you can only use... Okay, du kannst einfach eine Karte zerstören, juckt mich nicht. Mehr kannst du nicht. Und er geht in die Battleface. Ja, ich würde jetzt wirklich gerne einen Vega oder so ziehen. Vega sag ich schon. Und ein Monster halt, damit ich hier weiterkomme. Am besten natürlich, ein Deneb. Oh, okay, jetzt ist es aber langsam kritisch hier. Wenn ich kein Monster ziehe, ist natürlich schade. Dann komme ich hier nicht weiter. Dann komme ich hier selbstverständlich nicht weiter. Und er geht in die Battleface. Holy, das läuft also so schnell flitzig. Gefällt mir eigentlich ziemlich gut. Denep, sehr gut. Okay. Normal Summon. Nein, das möchte ich definitiv nicht aktivieren. Und dann möchte ich Denebs Effekt aktivieren. Und jetzt müsste ich... Steht auf Alter hier außer Alter hier. Except, oh. Ich darf mir kein Alter hier selber holen. Aber Denep wird wahrscheinlich eh wieder im Grave jetzt landen. Deswegen hole ich ihn mir. Und ich möchte nicht die fünfte Karte setten, das ist mir zu riskant. Ich möchte dann wahrscheinlich mit Nova reagieren, wenn er irgendwas macht, eine Karte ziehen, dass wir den Grave kriegen und dann hoffen, dass er nicht zu sehr ausrastet. Terraforming, ich weiß nicht, wie wichtig Terraforming ist. Okay, 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 wir haben auf jeden Fall... Oh, Fire King Island, spielt man das? Okay. Ah ja, stimmt, klar, es ist eine Fire King Karte. Okay, was macht Fire King? Warte mal, da möchte ich mal... If this card is on a field, send the Grave, destroy all monsters you control. Wenn sie geht, during your main phase, you can destroy monsters in your hand. Okay, machen wir das mal. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber wird bestimmt gut sein. So, machen wir mal weg. Ziehen eine Karte und... Oh, den. Wenn wir jetzt noch einen Vega-Top decken, gehen wir richtig ab. Wenn, ist natürlich eine Option. 1,9 plus 1,9 sind 3,8. Aber 2000 Warnings sind teurer. Ich hoffe, er geht auf Nexeed.
Nein, geht er nicht, okay. Das Problem ist, ja, jetzt sind wir kurz am Tod. Das heißt, wir müssen jetzt ausrasten und kein... Oh, wir kassieren wahrscheinlich einen Cowboy und verlieren das Game. Oh, er spielt Cowboy. Okay, das ist ein GG. Er wird einfach auf Cowboy gehen und den können wir nicht mehr verhindern, weil wir noch 400 Lebenspunkte haben. Okay, GG an Yu-Gi-Oh! Insider, okay. Cowboy für Game. Ja, gut. Da habe ich nicht so gut gezogen. Also ich habe schon gut gezogen, aber leider keine Monster. Deswegen speichern wir uns das erste Replay und dann sind wir auch schon beim Boarden. Okay, Fire Kings, keine Ahnung, die Special anscheinend. Max C ist wahrscheinlich nicht schlecht. Flying Z ist eher weniger. Wailer auch nicht. Tanky. Twin Twister. Twin Twister ist, glaube ich, wichtig. Okay, Rivalität kann ich raustun eigentlich. Da tun wir mal Twin Twister rein. Max C ist eigentlich immer eine gute Ziehkarte. So, aber er specialt halt eher intern, so wie ich das gesehen habe. Er tributet aber nicht. Eisenmauer, Banish tut er auch nicht. Was macht er überhaupt mit denen? Ich weiß nicht, ob Wailer gegen die gut ist. Ja, sie zerstören sich halt irgendwie. Das war es halt irgendwie. Flying Sie könnte ich in höchstens Exceed Place erinnern. Aber Rivalität ist halt einfach nicht gut gegen das Deck. Deswegen tue ich die ganz raus und dann tue ich halt noch zwei Max Cs rein und schaue, wie das läuft. Okay, dann, ich möchte natürlich First sein und hoffentlich gut ziehen. Okay, jetzt habe ich mehr als genug Monster. Leider auch schon zu viele, meiner Meinung nach. Nee, das ist ein Triver. First Turn. Nee, ist es nicht. Vega. Vega holt Dene. Dene besucht Altair. Und dann kann ich nicht specialen. Ich könnte nicht Card of the Mind. Ich habe viel zu viele Monster für Card of the Mind. Das muss ich schon so machen. Name sammeln. Dann Effekt. Dann Dene. Den hole ich mal einen Def. Den möchte ich jetzt ungern in Angriff haben. Effekt. Dann search ich mir Altair. So, was könnte ich mir jetzt holen? Ich denke, ich lege dann das aus ihrer Flesia oder so hin. Oder den mit 3000. Oder Abyss Dweller. Ne, ich weiß nicht, wie viel man mit seinem Friedhof macht, deswegen setten wir das. Er hat halt so viele 1-9er, deswegen würde ich halt schon fast Raflesia für Def hinlegen. Oder wir geben ihm Cowboy, der weint. Ich überlege gerade. Raflesia hat sowas wie Timespace. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich Timespace spiele. Holy, das wäre ja richtig schlecht. Aber ich würde halt auch gerne Raflesia für Def hinlegen. Um sowas wie BTH hinzulegen. Aber das liegt halt tot da, das wird einfach zerstört nächste Runde. Beides zwar nicht, aber Vega. Und dann nehme ich wieder Schaden. Und dann machen wir mal Endphase. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Also ich hatte diese Woche leider nicht so viel Zeit, hier das Deck zu testen. Ich versuche eigentlich jede Woche ein neues Deck zu spielen, um die Unterhaltung für euch so gut wie möglich zu halten. Okay, Terraforming kann ich nichts machen. Problem ist natürlich, ich spiele, es ist so gutes Wetter und ich bin jetzt nicht dauerhaft draußen und deswegen ist es schwer hier dauerhaft gut abzuschneiden in der Liga. Das hoffe ich, dass ich das trotzdem halten kann. Aber naja, so, okay, die Karte kenne ich nicht, die wird wahrscheinlich... Ah ja, stimmt, die habe ich ja vor uns mit Nova annulliert. Das war ja diese Special... Ne, habe ich nicht, ich habe gewartet. Also wenn ich Misplays mache mit dem Deck, dann kann das definitiv sein, Leute. Und dann, ja, entschuldige ich mich dafür schon mal. Aber was soll man machen, ne? Die Welt, sie ist so, wie sie gefällt. So, dann geht die in den Grave. Okay, weh, du kannst jetzt was in Grave, sonst hätte ich doch Dueller machen sollen. Schauen wir mal, wie er es hier ausrastet. Ich weiß gar nicht, ob so mein Deck überhaupt dafür gebaut ist, Raflesia das Effekt zu nutzen. Ich weiß es nicht, stellt nicht so viele Fragen. 3 Set. Jetzt kommt er mit Karl auf die Mann. Naja, ist schon gespecialt. Okay. Hey, ich hab eine Trap, die ich aktivieren könnte. Das ist wahrscheinlich BTH. Ja, dann machen wir das doch. Dann kriegen wir Deneb in den Grave. Juhu, wir haben BTH. Deneb will ich Deneb überhaupt im Grave. Ne, ich nehme lieber Vega, weil damit hole ich mir dann Ulunklei und der liegt dann da rein. Lege ich mal lieber Vega rein. Ha, ich habe BTH aus dem Deck aktiviert. Ich bin stolz auf mich. Gut, Raflesia wird jetzt... Er greift gar nicht an. Und die Karte ist weg in den Face. Interessant. Gut, Instant Fusion ist natürlich jetzt ein bisschen tot. Jetzt frage ich mich, was er gerade macht. Okay, die Karte kann jetzt irgendwas. Oh, die kommt aber wieder. Und da, was macht sie jetzt? Destroy all monster. When this card is destroyed... Oh, Fire Kings rasten aus. Fire Kings rasten aus. Okay. Gut. Altair auf Vega. Vega
Gold Ulunklai. Ulunklai. Dann mit Instant Fusion auf. Ach, das kriegen wir hin. Nein, ich möchte natürlich nicht meine eigene Chaos Trap Ball aktivieren. So, den, nee, Vega. Licht einschwerender Spiegel. Oh Gott, das heilet er. Gemein. Dann muss ich auf Norden gehen. Hol mir ein Monster wieder, aber Trivers ist leider Licht. Er spielt einfach Licht einschwerender Spiegel. Licht einschwerender Spiegel, Freunde der Sonne. Ja gut, damit kann ich keine Lichteffekte mehr aktivieren. Die Karte wäre Finsternis. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay, lichteinsperrender Spiegel. Das wäre ein Out gegen Lichteinsperrender Spiegel. Aber das ist auch eine Lichtkarte. Was ist denn mein Out gegen lichteinsperrender Spiegel? Castell theoretisch. Oder ich könnte jetzt auf ihn gehen mit Noden. Und dann im nächsten Zug mit Card of the Mice versuchen. Ja, komm, das versuchen wir mal. Norden. Sein Effekt ist eh annulliert. Och man, was machst du denn hier, Sascha? Ja, dann machen wir das mal so. Ja, aktivieren kann ich ihn, aber er ist halt eh. Durch den und Norden. Also, was soll ich damit? So. Er ist halt destroyed und geht über alles drüber. Das ist schon krass. Ich habe auch keinen Arc im Deck. Oder ich gehe auf Castell und mische den weg. Ich glaube, ich mische einfach mit dem jetzt einfach mal mit Castell weg und schaue, was dann läuft. Weil dann ist die Scheiße hier im Deck. Und dann freue ich mich. So, das kann ich nicht mehr aktivieren. Also machen wir mal Battleface. Und schauen mal. Sieht auf jeden Fall schlecht für uns aus, Leute. Da muss ich echt sagen, dass ich echt nicht ein schwerer Spiegel. Holy shit, das gibt's, ne? Das ist Tag Live, okay. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber schauen wir mal, wie es jetzt weiterhin verläuft. Seine Firefist-Karten sind eigentlich alle Feuer. Theoretisch kann ich auch Chaos Trap Hole rausseiden. Problem ist, ich könnte so fies rausseiden gegen dieses Deck, aber. Naja. Was halte ich dafür rein, ist die Frage. Ich denke mal, Wailer? Ich weiß ja nicht, die specialen sich alle intern irgendwie. Coole Typen. Und Call. Aha, okay. 1-9er Monster. Ha, du kommst doch nicht über Castell. Du Sau. Das muss jetzt gesagt werden. Und Fire King Island und er addet sich jetzt ein. Ja, Leute, sieht gar nicht gut aus für uns hier mit Fire Kings. Und der schießt mir einfach immer alles. Richtige Sau. Okay. Er legt sich den in den Grave. Ach, dieses Deck ist immer so kompliziert. Ich weiß noch nicht mal, ob er gut zieht, Leute. Nicht mal das weiß ich. Battleface und dann geht auf die Karte. Und holt sich jetzt ein. Okay. Es hat aber keine Handkarten mehr. Und das nur, um mein Castell wegzukriegen. Okay. Dann schauen wir mal, was ich jetzt ziehe. Oh, Mann. Ich überlege halt echt, ob ich auf irgendwas gehe. Ja gut, das ist schon mal eine gute Antwort. Nee. Ah, Licht ein schwerender Spiegel, Alter. Ich muss auf Karte auf die Mais gehen, um Twin Twister nachzuziehen, weil die Karte macht mich kaputt. Die macht mich kaputt. Beschwören wir mal. Nein, kann ich nicht. Oase und Maxe. Maxe komme ich sogar hin. Mit Maxe komme ich hin. Mit Oase komme ich im nächste Runde auf wenigstens auf einen Kast. Nein! Ich hasse gerade auf die Mais. Okay, läuft gar nicht so gut für uns, Freunde. Das läuft gar nicht gut.
Wir müssen einfach Twin Twister nachziehen. Und dann haben wir nicht mal eine Handkarte für Twin Twister. Das ist traurig. Okay, ja gut, jetzt rastet der wahrscheinlich da drüben aus und wir können, also ich kann gar nichts mehr dagegen machen. Wobei, die Monster werden zu Wirm. Das Monster jetzt hier ist ein Wirm. Na gut, das hat ja nicht. Ah, oh, das ist Attribut. Okay, ja, das ist natürlich jetzt doof. Er geht nur auf diese beiden Monster, mehr kann das Deck aber nicht. Aber das reicht auch gegen mein Deck, muss man sagen. Und da habe ich dann natürlich auch Respekt davor. Und ich denke mal, dass das Game gar nicht so gut für uns aussieht. Schauen wir mal. Ich habe ja auch kein Raikiki oder so. Nein, das brauche ich noch nicht. Okay, das ist gut. Das ist echt gut. Okay, dann kommt das Viech wieder anstatt alle Monster. Okay. Oh nein. Okay, ist das ein Muss-Effekt oder warum macht er das? Yes, okay. Card of the Mice is once per turn. Ich glaube, ich schmeiß die einfach weg. So, jetzt wird sein Ding zerstört, ne? Aber ich darf nichts mehr specialen. Ich darf nichts mehr specialen. Nicht, dass er jetzt wiederkommt. Nein, ich hätte Tank. Ja gut, aber die Karte wäre eh wiedergekommen. Okay, wir haben aber Death und wir können es noch gewinnen. Sagen wir so, ich habe mein Twin Twister Zeug gezogen. Jetzt zerstört alle Karten. Aber wir können noch gewinnen. Wir haben noch eine Death. Oh, das Monster kommt auch. Okay, und das zerstört dann den anderen. Okay, interessant. Die zerstören sich dann immer gegenseitig. Strange Typen. Ich glaube, ich spiele echt Wailer für die. Okay, was ist... Nachschubtrupp, oh Gott. Auch noch von oben den guten Nachschubtrupp. So, und jetzt muss ich natürlich... Jetzt gehe ich... Das ist nicht der finale Angriff. Aber trotzdem, falls da noch irgendwas... Er wird jetzt die 2-7 Schaden drücken. Aber doch, doch, mache ich. Weil dann kann ich auch darauf Nova, wenn ich will. So, jetzt machen wir erst einmal... Denep. Denep, Denep, Denep. Denep, wo bist du? Da bist du. Und darauf könnte jetzt seine Sache chainen. Und jetzt möchte ich Denebs Effekt aktivieren. Altair suchen. Weil dann kommen wir nächste Runde wieder in unsere Plays. Und jetzt könnte er theoretisch diese komische Zauberkarte aktivieren. Ah, nein, scheiße. Ah, die Karte ist ja wieder weg. Jetzt kommt er auf die Karte. Und jetzt holt er sich eine neue. Okay. Zieht eine Karte, weil eine Karte zwischen. Okay, darauf baut Fire King. Okay, 2-7. Wenn er jetzt nicht irgendwie noch was in der Hand hat, nachgezogen hat, dann habe ich noch eine Chance. Schauen wir mal. Okay, pass auf. Schauen wir mal, was ich ziehe. Oh, ich kann jetzt die Kantkarte nicht für Twin Twister abwerfen. Ja, jetzt zerstört er sein Monster da. Mach das mal in deiner Standby-Face. Okay, wenigstens, jetzt, wenn wir das Turnier, Turnier sag ich schon, wenn wir das Spiel jetzt hier verlieren, also ich, wenn ich das Spiel jetzt hier verliere, dann weiß ich wenigstens ungefähr, wie das Deck funktioniert hat. Wenigstens das kann ich mitnehmen. Trotzdem komme ich nicht weit. Ich kann mit Giant Hand annullieren. Ich kann mit Giant Hand was annullieren. Aber sein Effekt. Ja, ich glaube, das Game haben wir verloren. Was ist mit Weller? Komme ich nicht drüber. Wobei, wenn der Karteneffekt aktiviert wird, zerstört sich. Annulliere ich den Karteneffekt, aber dann liegt trotzdem noch so ein 2-7er Beatstick und dann kommt er damit drüber. Natürlich muss ich das hinlegen und auf nächste Runde hoffen. Das Problem ist dann, das Monster wird zerstört. Das Monster wird zerstört. Puh.
Wenn es kein Monster hindert, könnte ich mir Dweller stolen. Wobei, das kriege ich hin. Wenn seine Karteneffekt aktiviert wird, annulliere ich ihn damit und lege den hier in der... okay, das kriege ich hin. Dann setzen wir noch das hier. Und Endphase. Und jetzt kriegen wir doch hin. Das kriegen wir doch hin. Weil, jetzt muss ich diesen Effekt aktivieren. Ich werde meinen Altair, der in Angriff liegt, weglegen und habe dann wieder Death. Habe dann nur noch ein Monster in Death, genau. Aktiviert. Das weg. Dann ziehe ich eine Karte und dafür ist das annulliert und ich habe... Ich ziehe eine Karte nicht. Ah, falls ich das, weil ich die Karte wahrscheinlich zerstöre. Next end if you do destroy. Ich habe da die Aktivierung, die gelte. Okay. Okay, den Call auf jeden Fall. Aber er zerstört mir wieder in der nächsten Runde wieder alles. Wenn ich Fire King einen zerstöre, bringt mir das gar nichts, weil er zerstört ist. Dann habe ich jetzt meinen Zug Ruhe. Aber danach ist wieder vorbei. Für den Zug ist dann Ruhe. Guck, pass auf. Ich zerstöre Call. Klar, die Karte ist weg. Aber sie zerstört mir in der nächsten Runde wieder alles. Aber mit Fire King 1 ist wenigstens das Monster weg. Ja, das geht auf jeden Fall, denke ich jetzt mal an Sascha. Er zieht jetzt hier eine Karte. Ich habe für den Zug Ruhe, aber die beiden zerstören mir alles. Ja, jetzt specialt er das auch noch. Ja, das. Ich möchte es nicht zu schnell aufgeben, sagen wir es so, aber hier kommt Tank hinterher. Okay, ich denke, das war's jetzt, weil er kommt jetzt einfach auf den Vierer und geht auf. Ja, genau, geht auf. Gaga Cobra, okay, das geht 2 zu 0 an Sascha. GG auf jeden Fall, weil ich bin genau in Cobra Range. Aber auf jeden Fall gut gespielt hier an seiner Seite. Ich habe nicht so gut gespielt und jetzt geht gut. Er killt mich sogar mit Beatdown. GG auf jeden Fall. Das schreibe ich noch schnell. Ja, da habe ich nicht so gut gespielt. So, meine Freunde, ja, leider läuft das Video jetzt hier ohne Ton wahrscheinlich weiter oder der Ton ist einfach weg, wie auch immer. Ich bin aus Versehen gegen das Mikrofon gekommen und hatte irgendwie keine Ahnung, ein, zwei Minuten nicht vom Ton aufgenommen. Auf jeden Fall, das Match haben wir verloren, auf jeden Fall verdient. Da habe ich echt nicht gut gespielt. Das passiert aber auch und was soll man sagen? Ihr hört es im Hintergrund. Hier sind schreiende Kinder und sie wollen mein Leben. Nee, Spaß beiseite. Das Wetter ist einfach viel zu krass, Alter. 35 Grad, ey. Puh. Naja, gut, auf jeden Fall hat Spaß gemacht, der Spieltag. Yu-Gi-Oh! Insider, super netter Typ. Schaut auf jeden Fall bei unserem gemeinsamen Format Old Banlist an, also Oldschool Banlist. Ansonsten bei ihm selber. Er ist ein sehr, sehr guter YouTuber, meiner Meinung nach. Und ja, nächste Woche spielen wir wahrscheinlich gegen den Tabellenführer Kartjournalist. Der steht ja derzeit 4 zu 0. Ich weiß jetzt nicht, wie sein Ergebnis am 5. Spieltag war. Wahrscheinlich nicht viel schlechter. Deswegen, ja, halten wir uns dran und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Abend, sag ich schon, Tag, wie auch immer. Tschüss. Tschüss.